liebe Zuschauer, ich bin's wieder, Manuel vom Team vom Vital. Heute mit dem Trainingsvideo Thema Ich stärke dir deinen Rücken. Geht ganz leicht, du brauchst an sich nur die Bauchlage als Position und vielleicht einen weicheren Untergrund, dass sich das etwas längere Liegen auf dem Bauch bequemer anfühlt. Ansonsten Grundvoraussetzung ein wenig Platz, eine Armlänge jeweils zur Seite und am Kopfende sollte schon bereitstehen. Für die Beine unten reicht es, wenn du die stabil platzieren kannst. Und damit geht es auch schon los. Du gehst in die Bauchlage. Alles, was wir jetzt machen, eignet sich direkt zum Mitmachen. Die Belastungszeiten sind jeweils 30 Sekunden. Du entscheidest selber, ob du die hast, durchzuhalten. Ansonsten machst du einfach vorher eine kleine Lockerungspause. Los geht's ganz leicht. Du stellst beide Beine auf, legst die Hände übereinander, legst deinen Kopf auf den Händen ab, sodass deine Halswirbelsäule entspannt bleiben kann. Und dann hebst du ein Bein in die Luft. Los geht's. Bein heben und halten. Wenn du merkst, dass das Halten dich nicht ausreichend fordert, kannst du in dieser Position auch beginnen zu wackeln. Setz hier deinen muskulären Impuls stets nach oben. Hoch, 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 hoch. Denn locker wird der Muskel schon von ganz allein. 10 Sekunden hast du noch. Denk an eine ruhige, gleichmäßige Atmung, den Kopf gerne abgelegt lassen und halt durch für 4, 3, 2, 1. Prima, Bein abstellen, halt gleich die Kontrolle im unteren Teil des Körpers, lass das Bein gestreckt, stell den Fuß auf, das andere Bein geht hoch. Los geht's. Selbes Spiel, du entscheidest selber, ob du das Bein schaffst, gestreckt zu halten oder beginnst mit zu wackeln. 30 Sekunden gesamt, wovon du schon 20 geschafft hast. Quatsch, 15 geschafft hast. Jetzt noch 15. Schön durchhalten. Setz den Impuls stets hoch, 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 hoch. 8 verbleiben. 3, 2, 1. Okay. Gut gemacht. Die Beine kurz lockern. Nichts Neues, einfach alles gleichzeitig. Lass die Beine gestreckt, leg den Kopf ruhig ab, beide Beine lang, heb sie beide hoch und selbes Spiel. Wenn du merkst, das ist nicht intensiv genug, beginnst du deine Beine entgegengesetzt wackeln zu lassen. Halt schön durch, noch 15 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, sehr gut. Kurz die Spannung lösen, Beine kurz lockern. Nächste Übung, nächste Ausführung. Hier geht es um deinen Rumpf und zwar genau nur um den Rückenstrecker, alles was wirbelsäulennah ist. Die Beine lässt du lang, deine Hände kommen an deine Hosennaht und du richtest den Oberkörper auf. Aktiviere wirklich den Rückenstrecker und wenn du merkst, die Position ist nicht intensiv genug, nimmst du beide Beine mit in die Luft und hältst noch 20 Sekunden durch. Die ersten 10 war der Oberkörper nämlich schon oben. Sehr schön. Halbe Zeit schon um. 15 Sekunden nur noch. Auch hier steht es dir frei, mit beiden Beinen zu wackeln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Lass die Beine wieder sich abstellen. Lass auch die Arme kurz ruhen. Weiter geht es jetzt mit ein bisschen mehr Rumpfaktivität. Selbes Prinzip, du entscheidest über deine Beinposition. Zusätzlich zum gehobenen Oberkörper nimmst du die Schultern mit. Zieh sie fest nach hinten oben. Los geht's mit gestreckten Beinen, gehobenem Oberkörper und nun für 30 Sekunden ab jetzt. Schultern heben, langsam zurückkehren. Langsam heben, zurückkehren. Auch hier steht es dir wieder frei für die letzten 15 Sekunden, während die Schultern arbeiten, mit den Beinen zu wackeln. Noch 10. Und 5, 4, 3, 2, einsame Spitze. Beine abstellen, Arme kurz lockern. Prima.
nächsten 30 Sekunden sind gar nicht so kompliziert. Da wir den Rumpf und die Schultern schon warm haben, nutzen wir jetzt die Arme in ihrer vollen Reichweite. Weiterhin überlasse ich es dir, was du mit den Beinen machst. Es macht schon Spaß, wenn die Beine in der Luft bleiben. Streck sie, heb sie, halte sie, wenn es geht. Und dann nimmst du die Arme mit dazu. Denk an die Schultern, denk an den Rücken. Und los geht's. Setz die Arme mit ein für die nächsten 30 Sekunden. Nimm sie vor und wieder an die Hosenhand. Ich überlasse dir die Reichweite. Wenn du merkst, vorne wird es ein bisschen instabil, die Form ist nicht so schön, wie du das wünschst, genügt es auch völlig, wenn deine Arme 180 Grad zu den Seiten gehen. Halt durch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Sehr gut. Prima. Jetzt haben wir eine relativ intensive Übung für die Arme gehabt. Eine leichtere Bewegung, die genauso gut ist für den Schulter-Nackenbereich, die folgt jetzt. Geht ganz leicht. Wir fangen in der einfachen Variante an, wie gesagt, zum Mitmachen. Lass die Beine aufgestellt. Aktiviere den Rückenstrecker. Heb die Schultern, bleib mit dem Kopf gerade. Und dann streckst du die Arme erst nach vorne aus und ziehst die Ellenbogen nah an die Rippen heran. Streckst die Arme wieder aus und ziehst die Arme wieder nah an die Rippen ran. Wenn du magst, ab jetzt für 30 Sekunden nimmst du auch noch die Beine mit. Zieh die Arme ran, streck sie lang aus, zieh die Arme ran, streck sie lang aus, wenn das noch nicht genügt. Beginn mit den Beinen zu wackeln, du hast nur noch 15 Sekunden. Schön bei der Atmung bleiben. Und die letzten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einsame Spitze, Arm ab, Beine ab, alles soweit locker lassen. Prima, mit gestärktem Rücken kann man sich auch noch ein klein wenig um die Koordination kümmern. Hier also jetzt die Intensität ein bisschen geringer, dafür der Anteil an der Koordination ein bisschen höher. Machen beide Seiten, wie gehabt, für nur 30 Sekunden. Die Knie sind frei, eine Hand liegt unter dem Kopf. Leg die Stirn ruhig auf dem Handrücken ab. Du entscheidest dich für einen Arm und das diagonale Bein. Und streckst das Bein, streckst den Arm, ziehst den Arm wieder ran. Für mehr Koordination beginnt jetzt das Bein zu wackeln und der Arm geht vor, zurück. Vor, zurück. Sehr schön. 10 Sekunden hast du schon auf der Uhr. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Löse die Spannung, wechsel die Seite. Eine Übung habe ich noch für dich auf der anderen Seite. Selbes Spiel. Leg den Arm ab, stell beide Beine auf. Der verbleibende Arm kommt in die Luft. Diagonales Bein dazu. Und 3, 2, Feuer frei, letzte Übung. Bein wackelt, Arm strecken. Bein wackelt, Arm beugen und strecken. Sehr. 10 Sekunden hast du schon. Fehlen nur noch 20. Klasse. Und noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 und Arme ab, Beine ab. Die Spannung lösen. Soweit, so gut. Das als kurze rückenstärkende Einheit für dich. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mir ist ein bisschen warm dabei geworden. Das gehört ganz einfach dazu. Bleib stark, bleib gesund, pass auf dich auf und bis ganz bald bei uns. Ciao.